eine Weltneuheit und krasse Produktneuheit. Vitamin D3 plus K2. Das wirst du jetzt sagen, ist jetzt nichts Neues, auch nicht in vegan. Aber erstmal ist diese Verpackung wunderschön, nämlich komplett aus Altpapier und nachhaltig. Und zweitens wird hier direkt Olivenöl mitgeliefert. Das bedeutet, das Vitamin D3 wird viel besser aufgenommen. Plus K2 ist natürlich drin. Die Kapseln sind super klein. Sehr, sehr einfach zum Schlucken. Und jetzt kommt's. Dieses Produkt hat Vitamin D3 aus Shiitake-Pilzen extrahiert. Und hier ist der phänomenale Inhaber und Gründer davon, Holger Krämer von Vitagreen. Du machst ja normalerweise Algen und jetzt hast du hier so ein innovatives Vitamin D3 gemacht. Wie kommst du denn dazu? Wir machen nur das, wo wir denken, das können wir besser als andere. Und deshalb haben wir ein relativ überschaubares Portfolio, sind immer stolz auf unsere Produkte. Und für mich ist es total wichtig. Ich habe 3 Töchter. Ja. 2 davon, eine gerade Mutter geworden, eine schwanger, alle haben hohen D3-Bedarf. Und die sind so schlau, dass sie immer D3 nehmen. Und zwar diese total überflüssigen mit 25.000 Einheiten, die man dann alle 14 Tage nehmen soll. Und da habe ich gesagt, denk doch mal nach. Du isst ja auch nicht alles, was du in 14 Tagen brauchst, heute, und rechnest damit, dass du in 14 Tagen immer noch satt bist und deine Speicher immer noch voll sind. Und da haben wir lange dran gebastelt und getüftelt und haben ein unglaublich geiles Produkt jetzt. Du hast ja sowieso schon unglaublich geile Produkte, weil du bist ja bekannt damals mit deinem Freund und Partner in Bezug auf Chlorella. Und du hast mir ja auch wieder hervorragende Chlorellas mitgebracht. Schaut euch diese tiefgrüne Farbe an, voller Chlorophyll, voller Leben, voller Proteine, Nährstoffe. Das ist eigentlich das Gemüse der Zukunft. Und wie kommt es denn, dass du jetzt dann eben auch auf Vitamin D3 oder und so weiter kommst? Komplettiert es einfach den veganen Lebensstil? Ja, selber bin ich kein Veganer, aber uns war vor 30 Jahren klar, dass ich irgendwas ändern muss auf dieser Welt. Gerade was Ernährung, was Gesundheit, was Selbstverantwortung angeht. Die Krankenkassen zogen sich immer mehr zurück und es gab immer mehr Mist auf dem Markt. Und mein Freund und Arzt, Ernährungsmediziner Dr. Liebke, sagte irgendwann, oh ja, wir müssen da was machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und mit Chlorella angefangen. Mittlerweile würde ich behaupten, Chlorella gibt es an jeder Ecke. Guckt auf die Qualität. Wir haben 30 Jahre Erfahrung, da ist ganz viel Schrott unterwegs. Aber sag doch mal ganz kurz, was macht jetzt deine Chlorella so besonders? Das sind ja auch Freilandbecken und da hat man ja häufig so dieses Gefühl, okay, Pestizide, ne? Ja, tatsächlich sind das sehr, sehr kontrollierte Freilandbecken, die jederzeit geschlossen werden können, wenn irgendwas passiert. Das heißt, wenn die Witterung nicht richtig mitspielt, wenn die Umweltbelastungen zu hoch sind, das wird alles gemessen. Und das Finishing, darum geht es ja eigentlich immer. Du musst das Chlorophyll stabil halten, du brauchst wenig Phaophorbide, du musst das Ganze irgendwie zu einem guten Ende bringen, du musst das schonend trocknen, dann gibt es immer diese, oh, unseres ist Broken Cell Wall, ja, unseres ist Super Dry, Spritical Spray Dried und so. Alles Blödsinn. Über den Trocknungsprozess wird die Zellwand immer rissig, das heißt, die Zellwand, um die es uns geht, wenn es um Entgiftung geht, wo es um das Sporopollenin geht, wo es darum geht, wie können diese unverdaulichen Bestandteile verfügbar gemacht werden, damit sie diese Umweltschadstoffe und Schwermetalle irreversibel binden, dann scheiden wir die wieder aus. Wir wollen aber die guten Vitamine und dieses schöne Spektrum, was Chlorella hat, haben. Das muss rein und das andere muss wieder raus. Da haben wir lange dran getüftelt, auch da, und arbeiten. Das Finishing findet in sogenannten Fermentationstanks statt, wo ganz genau gesteuert wird, der Sauerstoffgehalt, der Säuregehalt, das Chlorophyll stabil gehalten. Du musst dafür diesen Umwandlungsprozess an der richtigen Stelle abbrechen. Das kannst du über Druckverhältnisse, Sauerstoffzufuhr, Stickstoffzufuhr und so, kannst du das alles regulieren. Nur, das ist sehr aufwendig.
Das machen die meisten nicht. Ihr müsst darauf achten, Chlorella muss lecker sein. Also ich kann mittlerweile alle weltweit führenden Hersteller beurteilen, wenn ich einen Pressling nehme. Weil manche schmecken einfach blöd. Finger weg. Die sind in der Regel auch blöd. Wir haben sie alle untersucht, wir haben uns alles angeguckt. Ihr guckt dann auf so Sachen wie Bio. Es gibt weltweit nicht viele Bio-Anbieter, weil diese Zertifikate in Asien sehr selten sind, sehr teuer und oft falsch. Also gibt andere Dinge, auf die ihr achten müsst. Am wichtigsten, klein, gut zu schlucken. Es gibt auch immer wieder die Chlorella-Tabletten, die so riesig daherkommen. Ja, wir haben 500 Milligramm Presslinge. Blödsinn. 500 Milligramm kannst du gar nicht pressen mit einer, ohne dass du Hilfsmittel dazu, Bindemittel dazu hast. Da hast du immer Magnesiumstearat mit drin. Das ist der Standard in Asien, in China. Das wollen wir nicht. Unsere Chlorella sind 100% Chlorella. Bei bestimmtem Druck gepresst, damit die Temperatur nicht so hoch. Druck erzeugt Wärme. Das heißt, alles, was ihr so an scheinbar tollen Features habt, wir haben besonders große Chlorella, Finger weg. Wir haben besonders hellgrüne Chlorella, Finger weg. Unseres ist Bio, guckt euch das Bio-Zertifikat an. Das meiste ist gefälschtes Bio-Zertifikat aus China. Guckt euch das Ursprungsland an, Main China, kauft das nicht. Du hast, wo kommt diese Ware her? Das jetzt ist eine koreanische Ware. Korea? Ja. Auch sehr selten, habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist auch, da sind wir relativ exklusiv. Das ist eine ganz, ganz tolle Farm in Südkorea, die tolle Chlorella machen, die fast ausschließlich in Korea aufgegessen wird. Deshalb kriegt man die fast nicht auf dem europäischen Markt. Und wir haben aber mit allen weltweit führenden Farmen zu tun. Die schicken uns immer, wenn sie was besonders Gutes haben, schicken sie uns Muster, dann gucken wir uns das an, weil sie wollen gerne das Geschäft machen. Wir sind seit 30 Jahren am Markt, wir haben die entscheidenden Bücher, also die entscheidenden Informationen zusammengetragen, Bücher dazu geschrieben und haben einen guten Namen weltweit, würde ich sagen, was Chlorella angeht. Und mit Vitamin D? Die optimale Kombination, würde ich sagen. Super. Also ich würde das direkt so machen, Vitamin D und Chlorella zusammennehmen. Ich würde auch, es schmeckt einfach richtig, richtig gut. Also diese Chlorella ist die beste, wirklich, und ich sage das nicht, weil er mir gegenüber sitzt, die ich je gegessen habe. Ich habe so Lust, das Ding zu essen. Ich habe ihm echt gesagt, ich habe über 10 Kilo bestellt. Ja, ne? Und jetzt bin ich in Hamburg und habe gesagt, ich sitze auf dem Trockenen, bitte nimm mir welche mit. Und er hat mir tatsächlich hier wieder eine ganze Reihe mitgebracht. Weil du wirst auf eine positive Art und Weise davon süchtig. Der Körper merkt das Chlorophyll, die Mineralstoffe, die Vitamine, die Spurenelemente, die Energie. Und wenn du das dann kombinierst mit Vitamin D, dann hast du ja alles, was du brauchst, weil du auch total viel Protein hast. Du hast die Mikronährstoffe. Alles. Ich kenne Christian noch nicht so lange, aber mit dem süchtig, das ist eine positive Art von süchtig. Und das ist tatsächlich auch schon wissenschaftlich untersucht worden. Und zwar in Japan an Kindern. Wir haben große Studien gemacht mit Kindern, die über 6 Jahre Chlorella bekommen haben, vom Kleinkindalter an. Okay. Und haben festgestellt, diese Kinder sind erstens sehr viel gesünder, zweitens haben die ein ganz anderes Ernährungsverhalten. Die essen lieber was Grünes als eine Süßigkeit. Die Zähne sind besser, der Cholesterinspiegel ist super, die gesamte Nährstoffversorgung ist klasse und die wachsen viel gesünder auf. Das heißt, alle Krankheiten, Infektionskrankheiten viel seltener und so. Das heißt, gebt das ruhig euren Kindern, aber guckt dann ganz besonders drauf, dass es wirklich eine gute Qualität ist. Und du hast ja wirklich mit deinem Freund Frank Liebke, der leider verstorben ist, ein Chlorella-Kompendium auf den Markt gebracht. Das hat über 200 Seiten. 300. Weil davon
fast ein Drittel hintendran Quellenverzeichnisse sind, mit Studien, mit Publikationen. Also das hier ist alles kein esoterischer Quatsch, sondern es ist über Jahrzehnte faktisch bewiesen, wie gut dieses Lebensmittel, und es ist letztlich ein Meeresgemüse, wenn du es so willst. Ja, kein Meeresgemüse, es ist eine Mikroalge. Es ist eine Süßwasseralge, ne? Ja, ja. Es ist eine Süßwasseralge, deshalb, es gibt immer bei... Oh, jetzt haben wir hier... Ja, siehst du, jetzt bin ich hier. Na ja, gut, wir machen weiter, ich sammle das gleich auf. Das sammeln wir gleich wieder. Ganz viele, immer wieder hören wir das, in 30 Jahren. Achtung, oh, ich weiß nicht, meine Schilddrüse, zu viel Jod vielleicht oder so. Nein, Chlorella nicht. Chlorella hat kein Jod. Du kannst mit Schilddrüsenerkrankungen, also auch mit einem klassischen Kropf oder so, kannst du Chlorella nehmen. Anders als bei Meeresalgen ist der Jodgehalt quasi gleich null. Ich habe noch eine Frage an dich schon. Du nimmst ja seit 30 Jahren wahrscheinlich selber Chlorella. Ja, ich bin jetzt 100. Wie viel nimmst du? Und es gibt ja immer diese empfohlene Verbrauchsmenge von 10 Pressling oder so. Das ist doch wenig. Wir haben da natürlich immer mit der Gesetzgebung zu tun. Das heißt, es gibt, früher konnte man sagen, von bis. Ist heute nicht mehr erlaubt. Europäische Gleichmacherei sagt, du darfst eine Verzehrempfehlung aussprechen und muss darauf hinweisen, dass die auch nicht überschritten wird. Das ist totaler Blödsinn. Das ist der Gesetzgebung geschuldet. Ich selber zähle überhaupt nicht. Ich nehme eine Handvoll. Ja, ja, ja. Irgendwann habe ich das mal gezählt, das waren so 54 Stück oder so. Ja, ja. Ich habe es natürlich gut, ich sitze an der Quelle und ich kann jederzeit eine Handvoll nehmen, weil es kostet mich nicht wirklich viel Geld, so. Das ist das, was unser tägliches Brot ist. Und Frank hat auch mal Experimente gemacht und gesagt, komm, ich nehme einfach mal 500 Stück und mal gucken, was passiert. Und so. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr es nicht gewohnt seid, genügend zu trinken. Also Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig, damit ihr nicht irgendwelche Verstopfungen kriegt. Chlorella ist die einzelne Alge, ist eine Mikroalge, ist kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Das heißt, in so einem Pressling mit 200 Milligramm, da sind ein paar Millionen Chlorella-Algen drin. Wow. Wenn der aufgeht, dieser Pressling im Körper, dann bildet er eine große Oberfläche, die viel Feuchtigkeit bildet. Ja, ja, ja. Weil das sind Millionen von Zellen, die alle ein bisschen von deiner Feuchtigkeit nehmen. Das heißt, genug trinken. Fängst du an, fang nicht mit zu viel an, nimm 10, mach das eine Woche, da hat sich dein Körper daran gewöhnt, da ist eine sehr hohe Nährstoffdichte drin, wunder dich nicht, brauchst vielleicht ein Blatt mehr beim Hintern abputzen, Klopapiermäßig, da kommt eine Menge Schadstoff raus. Das heißt, die binden Körper. Es heißt ja auch immer, die binden sehr viele Gifte. Die binden so ziemlich alles an Umweltgiften. Brauche ich noch was dazu? Also wie zum Beispiel Bärlauch, wie es Dr. Klinghardt empfiehlt? Das würde ich immer in therapeutischer Hand geben. Okay. Wenn ich das selber mache zu Hause, dann bin ich sicher, wenn ich das so mache. Über bestimmte Zusätze, die ich noch geben kann, kann ich Schwermetalle reaktivieren aus der intrazellulären Einlagerung und so. Das heißt aber, da muss ich wissen, was ich tue. Deshalb würde ich das eigentlich immer therapeutisch begleiten und begleiten wollen. Das ist eine sogenannte Schwermetallausleitung. Da gibt es dann auch Dinge, auf die man achten muss, bestimmte Schemata, wie man was nehmen sollte. Aber für uns alle ist das täglich Brot. Cool. Es macht uns gesünder. Es wäre tatsächlich auch was, was die ganze Welt essen müsste. Ja. Allerdings wird, ich glaube, 72% der Weltproduktion allein in Japan aufgegessen. Krass, krass, krass. Und die werden ja bekanntlich die Ältesten, ne? Ja. Jetzt gibt es ja Spirulina, die wurde ja auch mal als von der WHO als das Gesündeste oder als eine Lösung der Hungerkrise betitelt. Siehst du die Spirulina ähnlich wie die Chlorella? Brauchst du beides oder sagst du, die Chlorella kann alles abdecken, du brauchst die Spirulina gar nicht so? Ich kenne Christian noch nicht so lange, sonst hätte er mich das jetzt nicht gefragt. Ich mag Spirulina nicht. Spirulina ist gar keine Alge. Spirulina ist ein
Cyanobacterium, ja, also ein photosynthesetreibendes Bakterium, was ein potenzieller Neurotoxinbildner ist. Oh, immer wow. wieder wird auch von den Lebensmittelaufsichtsämtern gewarnt, mhm, weil es tatsächlich Fälle gibt, wo verunreinigt, also Neurotoxine sind wirklich giftig, leberschädigend und so, und da kannst du einiges mit falsch machen. Wenn du eine verlässlich saubere, gute Quelle hast, kannst das nehmen, aber ansonsten kann Spirulina eigentlich nichts, was Chlorella nicht besser kann. Manche Dinge, die behauptet werden von Spirulina und auch die WHO-Studie, das war eine Chlorella-Studie, das war keine Spirulina-Studie. Ach, wirklich? Ja. Krass. Also es geht um Chlorella-Studie damals schon. Es ist eine blöde Zeit für uns Deutsche. Das war Nationalsozialismus, da haben die schon überlegt, wie man das Welternährungsproblem lösen könnte. Und Chlorella mit seinem immens hohen Eiweißgehalt, alles Wichtige drin an Vitaminen, Mineralstoffen, höchster B12-Gehalt im Pflanzenreich. Aktives B12, richtig? Ja, ja. Bioaktiv. Aktives B12, das heißt, das meiste vegetarische B12 kannst du gar nicht verstoffwechseln, aufnehmen. Ja. So, das macht es komplett sinnvoll. Für alle. Für jeden. Ob cool. vegan, ob vegetarisch, ob Allesfresser oder reine Fleischfresser. Eine Sache fehlt noch ein bisschen, da würde ich noch nachbessern wollen, das sind die Omega-3-Fettsäuren. Ja, ja, okay. Die sind das beste besterforschte Nahrungsergänzungsmittel. Wenn die Pharmaindustrie das patentieren könnte, wäre das schon lange patentiert, weil das so eindrucksvoll ist für deine Gesundheit im Bereich Gehirn und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Immer noch Todesursachen Nummer 1 in Deutschland und wirksamer als jeder Blutdrucksenker und jeder Blutverdünner und so alles, was sie dir schön geben, damit dein Herzinfarkt nicht wiederkommt. Es gibt nichts Besseres als Omega-3. Und für Hirn, die Fettsäure, die in jeder Membran, Zellmembran vorkommt und dort noch fehlen darf, hochwertiges Omega-3, gibt es neuerdings auch vegan. Absolut. Ja. Jetzt wirklich allerletzte Frage, dass du auch zu deinem Essen kommst heute, wo du mich eingeladen hast. Vielen lieben Dank. Das Vitamin D3, was wir hier schön verschenkt haben auf dem Boden und so weiter, aus Shiitake-Pilzen, wie kommt es dazu? Ich meine, es ist bekannt, dass Pilze Vitamin D mitbringen, ja, aber das meiste kommt ja quasi dann eben aus Flechten oder aus Wollschaf. Das ist ja, 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 vegan aus Shiitake. Wie geht es? Warum Shiitake? Ja, genau. Shiitake ist mit Abstand der beste Pilz für D3. Shiitake hat pro 100 Gramm einen normalen Gehalt an D3 von 1600 internationalen Einheiten. Mhm. Das ist 10-mal mehr als der nächste Pilz. Die Pilze sind schon immer bekannt für einen hohen D3-Gehalt, denn wir haben das Problem, dass es sonst D3 ganz selten mal vegan wird. Mhm. Ja, natürlich aus Wolle gewonnen, oder ist leider nicht vegan. Und da haben wir uns aufgemacht und lange dran rum experimentiert, wie das denn geht, wie kriegst das da raus. Und sind jetzt ganz stolz, hat auch 3 Jahre gedauert. Wow, 3 Jahre Entwicklung. Ja. Also, schaut euch das auf jeden Fall an. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Habt ihr auch gesehen, habe ich schon eine genommen. Ich bin froh, wirklich. Ja. Was hier auf dem Tisch liegt, kann man alles noch nehmen. Genau, das was wird alles noch gefuttert. Auf dem Boden liegt nicht mehr. Naja, gut. Der Mr. Brokkoli ist da eindrucksvoll, hardcore. Und ihr wisst ja, schlechte Mikroben gibt es nicht, gute Mikroben gibt es nicht. Das sind alles Mikroben, die nur im schlechten Verhältnis sein können. Dementsprechend so ein bisschen mal vom Boden Dreck essen ist auch okay. Also in diesem Sinne, guten auf Appetit. Dich. Super authentisch. Und jetzt gibt es was Richtiges zu essen. Also, bis bald.